Servus, und hallo, sagt der DJ Nick. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier in San Diego. Im Süden von Kalifornien sind wir mit unserem Jurassic Evolution 2 Park. Ja, letztes Mal haben wir ein bisschen Deko haben wir gemacht, und es gefällt mir echt immer besser und es wird echt immer schöner, finde ich. Und ja, Stück für Stück, mei. Man kann nicht wie zu bei so manch anderen Spielen, die um Tiere und Freizeitparks geht, hat man nicht ganz so große Auswahlmöglichkeiten, aber es ist doch soweit in Ordnung. So, jetzt, also ich wollte beim letzten Mal, das mache ich jetzt mal gleich. Hier, Wasser braucht man. Hier hat uns noch ein bisschen Wasser gefehlt. Genau, dass wir hier auch noch das letzte Wasserloch haben, das brauchen wir natürlich auch, wenn hier unsere neuen Gäste kommen. Und unsere neuen Gäste sind jetzt wie weit? Jetzt schauen wir mal schnell. Fossilien anschauen. Oh, du meine Güte. Okay. 40.000, 40.000, 110.000, 40.000. Ja, nur her damit. Der Apatosaurus. Okay, das wäre nochmal so ein Riesenkoloss. Dryosaurus, das sind die ganz kleinen, also. Überzeugt mich alles nicht so richtig. Da haben wir noch den Troodon. Den machen wir jetzt noch. Das mache ich jetzt mal als erstes. Das schiebe ich jetzt einfach vorn dran, weil ich einfach will, dass man. Da brauchen wir einen Dreier. Damit wir den Troodon jetzt einmal machen können. Und. Apato, also so hat man jetzt alles nicht so Krichtonsaurus. Schauen wir uns den einmal an. Ansonsten noch offen. Coleophysis. Also vielleicht, ich meine, wir hätten noch eins frei für einen Fleischfresser, ne? Ist den Gigantus wollte ja auch noch machen. Wie schaut es denn mit dem eigentlich aus? Da müssen wir jetzt mal schnell schauen. Was hat denn der Gigantus jetzt für ein Genom? 66. Irgendwas fehlt uns da noch. Irgendwo war doch da noch einer. Den habe ich doch schon gefunden. Giganto, da haben wir ihn. Also, dann machen wir den jetzt. So. Gut. Wow, das kostet immer Geld. Aber gut. Ja, und da bin ich mir jetzt echt unschlüssig. Trio überzeugt mich nicht so. Apato überzeugt mich schon sehr. Das ist ein großer Koloss, aber der wird sich wahrscheinlich, wird sich der mit unseren anderen Großen nicht verstehen. Apatosaurus, schauen wir uns mal an. Späte Jura, 6 Meter. Gewicht 20 Tonnen, 27 Meter Länge. Fossilien, die Entdeckung von Apato geht auf das Jahr 1877 zurück, als Marsch in den Rocky Mountains in Colorado ein fast vollständiges Skelett ausgrub. Trügerische Echse, ja. Aber wir können leider noch nicht nachschauen, mit was er sich so verträgt, oder? Das geht leider nicht. Müssen immer zuerst einmal das Genom dann machen. Ah, Mann. Okay. Okay. Können wir hier eigentlich auch einen Filter anlegen irgendwie? Ach so, Moment, man darf das jetzt nicht verwechseln. Das sind ja nur die. Das, na, wie soll ich sagen, es ist ja nur das Archiv, also nur machen können wir nicht alle, wir haben ja noch gar nicht alle entdeckt. Das sind die, die wir bis jetzt in unseren beiden Teilen, die wir bis jetzt gemacht haben, alle entdeckt haben. Also ihr seht schon, da fehlt noch einiges oder ungefähr gerade die Hälfte haben wir jetzt einmal nicht ganz. Also es dauert schon noch, wir haben ja auch noch überhaupt gar keine Flugsaurier und vor allen Dingen noch überhaupt gar keine Wassersaurier. Das kommt erst in den nächsten Teilen. Ja, ich weiß, einige warten schon drauf. Das wird leider erst in der dritten Staffel dann was werden. Frühestens, denke ich einmal.
Ja, aber wir müssen. Was ist denn jetzt los hier mit dem Drohdon? Wir warten noch auf den letzten, oder? Ich habe keine Ahnung, ob der 94%, ja, wir warten jetzt auf die 100%, das können wir jetzt noch da warten. 1,5 Minuten werden wir jetzt schon aushalten. So, ansonsten läuft, wir haben ja beim letzten Mal schon wirklich gut kontrolliert, ansonsten läuft alles ganz gut. Mittlerweile kommen die auch mit den Gehwegen jetzt hier ganz offensichtlich ganz gut zurecht. Also man darf es nicht zu verschachtelt bauen, da kommen die dann schon in Schwierigkeiten. Aber ich muss sagen, insgesamt gefällt es mir wirklich super. Was haben wir denn hier eigentlich an... Also wir hätten hier auch noch ganz schön viel Platz, gell? Also so ist es ja nicht. Hier zum Beispiel hätten wir schon noch Platz. Können wir denn eigentlich, wie schaut es denn jetzt mit diesen allen Gebäuden aus? Holzbeobachtungsseilbahn, Kuppelbeobachtung, muss man erforschen. Haben wir schon erforscht. Das haben wir eigentlich. Mittelgroße Einrichtung, das haben wir ganz gut aufgestellt. Es ist die Frage, ob wir noch mehr Einrichtungen im Moment brauchen. Schauen wir mal uns hier an. Also Anziehungskraft 38%, könnte wahrscheinlich mehr sein. Weiß jetzt nicht, ob es dran liegt, ob wir Einrichtungen, ob es was bringt, dass wir jetzt Einrichtungsversorger zufrieden sind. So, ja, gut. Ich meine, dass sie zufrieden sein, ist gut. Die Frage ist, ob wir genug haben. Also man könnte natürlich schon, wir haben hier Station, man könnte natürlich hier schon nochmal was herbauen. Ne? Aber hier sind ja überhaupt gar keine Besucher, gell? Seht ihr das? Ja, wir haben den Drohdon, endlich ist es soweit. Gut, dann gehen wir das jetzt erst einmal an. Also. Schauen wir uns das Gehen einmal an und schauen, ob wir da was machen können. Eine Hautfarbe. Finde ich okay. Bei der Hautfarbe bin ich immer so total irgendwie. Es ist mir eigentlich, berührt mich überhaupt nicht, welche Farbe die haben, weil die sollen einfach die natürliche Farbe haben. So, wir konnten das zumindest beheben. Können wir vielleicht ein bisschen sozialer machen, das Ganze? Haben wir sonst noch? Toleranter ist immer gut. Nee, kämpfen, wo ich eigentlich nicht laut. Ich glaube, das reicht. Speichern wir das. 281.000. Wow. Okay, dann. Da müsste man ganz schön. Da müsste man echt alle drei einsetzen. Gut. Na, hoffentlich kriegen wir jetzt ein gescheites Gelege. Und dabei können wir hier mal auch wieder den Wissenschaftler Stimme ausruhen. Die anderen sollen noch was arbeiten. Okay, dann warten wir hier noch drauf. Sehr gut. Okay, alles klar. Also, dann kommt der Drohdon hier rein. Der braucht ein eigenes Gehege, der ist Fleischfresser. Schaut super aus. Da haben wir auch den Zaun schon, den richtigen. Sehr gut. Wie schaut es denn eigentlich mit der Stromversorgung aus? Okay, da haben wir noch genug Strom übrig. Das schaut auch gut aus. Das Gehege verwirrt mich immer noch. Hier haben wir ja diese Dschungas, die wollen ein großes Gehege und wie man hier sieht, nutzen aber nur die Hälfte vom Gehege. Das ist ein totaler Witz irgendwie. Na gut, Hauptsache es geht ja noch gut, aber. Naja, gut, okay. Was war da mit dem Velociraptor-Gehege? Das habe ich jetzt nicht gelesen. Geht's euch gut, Jungs? Ihr seid mit die Bringer der ganzen Show. Ja. Denen geht's gut. Jetzt schauen wir nochmal im Freiraum. Also das ärgert mich echt ein bisschen. Freiraum 100%. Da seht ihr, die waren noch nie weiter hinten. Wieso?
könnte man mal ausprobieren, indem wir Folgendes tun. Das mache ich jetzt auch, weil mich das ein bisschen ärgert. Bauen wir hier mal klassisches Zaun. So. Wo ist denn einer von euch? Hallo? Ist ja jetzt mir viel zu gut getarnt. Ja, also. Warte mal ganz kurz die Sekunden, bis der hier den Zaun fertig gebaut. So. Das werden wir jetzt einmal unter Beobachtung stellen. Weil, also die haben wir ja jetzt schon ewig, die Jungs. Dann war erst rumgemecker von wegen, der Platz reicht nicht. Aber das wäre ja echt schade drum, wir könnten ja hier praktisch nochmal einen Saurierart hier ansiedeln. Das ist ja wohl wirklich ein Witz. Wir können ja mal jetzt auch hier den Weg weiterbauen. Kommen wir mal und die einsetzen. Das machen wir übrigens auch mal. Ich mir eigentlich, dass ich das ohne habe. Haben wir es schon. Echt, hatte ich das noch gar nicht gemacht? Ich bin jetzt ganz erstaunt. Aber das sind schon die Großen. Ja, das sind schon die Großen hier. Aber hier hat man es eben noch nicht. So. Schaut doch viel besser aus. Wir haben wieder ein bisschen mehr Platz für die Leute. Ja gut. Und auch den Ring. Ah, das ist aber schon der große. Okay, habe ich mir schon gedacht. Gut. Dann war eigentlich noch. Geht es gar nicht genau. Luxusweg. So. Dann könnten wir nämlich hier tatsächlich nochmal was herstellen. Beispiel eine Beobachtung. Galle, die man dann her. Tatsächlich. Gut, hier wäre dann logischerweise Platz für einen Schutzbunker, Toilette und Co. So, und jetzt schaue ich nochmal schnell nach. Die Zeit ist schon durch von den Erforschungen, aber es macht ja nichts. Was ist denn jetzt mit euch? 94%, also das reicht euch doch, oder? Jetzt meine Base. Gut, halten wir noch etwas unter Beobachtung. Wir haben jetzt erstmal was anderes zu tun, denn unsere Drohnen sind fertig. Schauen wir mal. Bescheiden, wenn Alpha. Aggressiv, wenn Alpha. Wolf, weiß ich nicht. Saurier-Merkmale, aggressiv, wenn Alpha für dieses Territorium, bescheiden, wenn Alpha für dieses Territorium. Ach, Moment einmal, was haben ich gemacht? Das sind ja Velociraptoren.
Hab ich den Falschen gemacht? Mann! Ach, ich bin also Depp. Tatsächlich, da ist der Troton, weil sie die so ähnlich schauen. Ah, mein Fehler. Nein. Scheint aber keine Probleme zu haben, oder? Das haben wir schon gemacht. Mein Gott, jetzt habe ich tatsächlich. Weil, also, die schauen ja wirklich ähnlich. Jetzt machen wir ein paar Trotons. Mei, oh mei, oh mei. Da habe ich aber jetzt Geld rausgeschmissen. Gut, Chinesen. Und den Velociraptor, die brauchen wir nicht. Ja? Naja, müsst, kostet aber 450.000. Nee, die machen wir jetzt mal nicht. Die hebe ich mal jetzt einfach einmal auf. Fertig. Brauchen wir jetzt im Moment. Wir müssen den ja nicht leeren. So, den Brutkasten. Oh, was ist denn da los? Der Gigant, der Dino. Ja, dann machen wir jetzt den Giganto. Eh schon dabei sein. Haben wir ja schon angefangen gehabt. Gut, okay, wunderbar. Sehr schön. Gilt ein Weg oder wie? Habe ich den mit Absicht noch nicht gebaut? Zeit. Dann könnten wir eigentlich, wisst ihr was, das wäre auch eine gute Idee. Können wir doch bestimmt noch einen, wo wir die Leute bis hier hinter. Ach so, haben wir keinen Strom. Ah, Mist. Aber brauchen wir sowieso jetzt irgendwann dann. Schaut's denn mit dem Strom. 20 ungenutzter Strom. Ja, es ist die Frage, ob man nicht doch irgendwann ein kleines neues bauen. Spannwerk haben wir hier. Der holt sich den Strom von da hinten. Wie ist der Stromverbrauch? 28 von 60. Da hätten wir noch einiges frei. Müssten wir aber eine Leitung hinterlegen. Stört mir jetzt eigentlich da, wenn er am Gehweg entlang geht, der Strom nicht so. Darum hat es mich gestört hier bei unserem Eingangsding, da hat es mich sehr gestört. Hier stört es mich eigentlich nicht so. Dann hätten wir jetzt hier einen Strom und könnten hier einen Aussichtsturm noch stellen. Ah, jetzt passt der vom Platz nicht her. So ein Mist. Ah, das gibt's doch nicht. Ah, Mann. Dann noch mal.
dann kann da, wenn man was der hier sieht, muss er den Sehbereich immer. Ja, steht der Strom genau scheiße. Entschuldigung. Sagen dürfen können. Immer ist irgendwas. Probier's jetzt einmal. So. Machen wir einen kleinen Weg. So. Schauen wir mal, das mit den ersetzen ein. Ja, geht doch. Geht doch. Und dann kommen wir hier. Eigentlich super. Ah, probier. Ah, ist jetzt auch ein bisschen arg voll Brunnen. Hier vielleicht so ein Expeditionsding eher machen. Ja, das passt doch neben so einem Turm. Das ja gehört in gewisser Weise auch zu einer Expedition. Also Futterstation, die können wir woanders haben, aber hier ist ein Expeditionszelt. Das ist doch super. Direkt neben dem Turm. Avarium-Sitzstange braucht man nicht, aber hier genauso. Container, halt so braucht, wenn man eine Expedition hat, gell? So. So, reicht. Und dann ziehen wir sozusagen jetzt die Leute hier hinter. Also, kommen wir ja hoffentlich Saurier dann sehen. Wenn wir denn dann mehr haben. Gut, wunderbar, wieder was geschafft. So, und jetzt aber Zeit hier für unsere Trodons. Jawohl. Super. Nachtaktiv, macht überhaupt nichts. Ich habe keine Ahnung, wie viel da in ein Gehege passen. Nehmen wir alle acht, oder? 2 Millionen, ja Wahnsinn. Dann würde ich sagen, nehmen wir erst einmal 6. Die sind alle nachtaktiv, das macht aber nichts. Nehmen wir 6. So. Und dann kommen die Trodons nachtaktiv hier rein. Oder hier. Wäre auch eine Möglichkeit. Der steht auch noch leer. Ja? Halt auf. Nee, der steht leer. Aber direkt neben die Velociraptoren. Na, das möchte ich eher nicht. Ach komm, kommt schon wieder Gewitter oder wer? Schon wieder ein Unwetter. Hier kommen die Trodons rein.
Sturmwarnung. Na gut, dann präparieren wir uns mal. Wir können ja eh nichts tun. Wir öffnen die Schutzräume. Es ist hier mal ein Wüstensturm. Okay, aber die Leute scheinen nicht sonderlich beeindruckt zu sein. Hier muss eine Forschung gemacht werden, denn eine neue Krankheit ist ausgebrochen. Freischaltungsaufforderung: Fotografieren einen Saurier mit Koktiodose. Okay. Okay. Dann machen wir das mal. Da brauchen wir ein Ranger-Team. Ach, die kriegen durch den Sandsturm. Okay. Hier. Kann Ziel nicht erreichen, willst du mich veräppeln oder wie? Du stehst doch hier direkt daneben. Oh Mann, echt. Dann kriegst du hier jetzt ein Tor. So. Ach so, die können wahrscheinlich während dem Sturm überhaupt nicht ausfahren. So, jetzt ist es auch wieder gut mit dem Sturm. Ja, alles klar. Schon erledigt. Gut, dann kümmern wir uns jetzt gleich mal um unsere Krankensaurier. Also. Komm doch, du willst mir jetzt veräppeln. Ja, Ranger Team 8. Aufgabe hinzufügen. Du kannst mir doch nicht sagen, dass du da nicht hinkommst. Jetzt also, sei mir nicht böse. Wo kommst du da nicht hin? Da ist ein Tor. So, machen wir mal selber. Hoppala, Entschuldigung. Medikation, Forschung verfügbar. Wunderbar. Sehr gut. Dann gehen wir gleich in die Forschung und beginnen die Forschung. So, was brauchen wir denn? Zwei Rädchen, fünf. So, wir kümmern uns um unsere Tiere, so wie sie das gehört. Und das war ein wunderschöner Abschluss. Jetzt für diese Folge und beim nächsten Mal
werden unsere Trodons freigelassen. Das machen wir dann in der nächsten Ausgabe. Dann bleiben wir jetzt hier gleich stehen, dass ich es nicht vergisst. Ich sage wieder herzlichen Dank fürs Zuschauen in dieser Folge bei Jurassic Evolution 2 in San Francisco. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal diese Aufgabe, diese große, die uns schon lange da liegt, jetzt endlich schaffen. Bin ich ganz sicher. Danke fürs Zuschauen. Hört das nächste Mal wieder rein. Ich freue mich sehr, DJ Nick. Und bleibt gesund, wisst ihr es ja. Servus, bis zum nächsten Mal. Grüß euch.